Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Daylight. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, du bist bereit für dieses Spiel. Ich bin's nämlich nicht. Das ist jetzt Level 2. Ja, ist klar. Ja, das fängt schon wieder gut an. Ich bin gerade mal um die Ecke gelaufen. Jetzt, ja, kannst du mal aufhören, hier rum zu creepen? Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen. Urfte. Leben. Gesteht Schuld. Irrt. Gehängt. Böse. Inhouse. Eröffnet. Omi. Ausbreitung der Krankheit. Das, meine Freunde, erklärt viele offene Fragen. Ja, was trügt mich? Ich werde von einer Frau verfolgt? Nein, nicht die Wahrheit. Spinnst du? Die Wahrheit interessiert mich ein Scheiß. Ich werde hier von einer Psychopathin verfolgt. Da habe ich keine Angst vor der Wahrheit. Der kann auch nur coole Sprüche über sein Walkie-Talkie da lassen, oder? Der hilft uns doch kein Stück. Du kannst auf manchen Objekten klettern. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Das ist deine Kiste mit Seilen. Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Jetzt leg doch mal das Handy weg hier. Auch im Angesicht des Todes werden wir unser iPad nicht zur Seite legen. Offline zu sein ist schlimmer als der Tod. Benutzen. Da passiert jetzt irgendwas, irgendein Scheiß jetzt, wenn ich das mache. Ich weiß es ganz genau. Aber durch die kaputten Sachen sind wir eigentlich ganz gut geschützt. Wir versuchen es. Oder auch nicht. Hey, wie machst du das? Das ist geil. Oh. Oh, aufmunternde Worte von unserem Freund mal wieder. Nicht. Was ist das? Ist das irgendwas? Oh, die unheilvolle Tür hat sich geöffnet. Das hat mich jetzt aber erleichtert. So, und jetzt sind wir nämlich erst im nächsten Level. Dann heiße ich euch jetzt nochmal willkommen zu Level 2. Geht's hier rein? Ich weiß nicht unbedingt, ob ich da überhaupt rein will, aber okay. Ich denke, mir bleibt keine große Wahl. Okay. Das kann man nicht öffnen. Nope. Nope, eine halb geöffnete Tür. Geht auch nicht. Ganz toll. Gut, dass ich hier nachgesehen habe. Das hat uns weitergeholfen. Okay, ein Relikt habe ich. Das ist jetzt schon wieder... Nein, das ist nicht dein Ernst! Kommt jetzt schon! Kommt jetzt schon! Wo bist du? Wo bist du? Shit! Hör auf, das zu sagen. Ich hasse das. Ich hasse... Ah, was zum Teufel ist passiert? Oh. Vielleicht... Du bist gar nicht mal so... Oh, shit. Muss ich jetzt wirklich hier weiterlaufen? Das ist noch um einiges gruseliger als da, wo ich hergekommen bin. Aber egal, das Knicklicht wird mir Trost spenden. Zieht euch meine heißen Tattoos rein. Hör auf damit. Vielleicht ist sie gar nicht so böse. Vielleicht ist sie nur verletzt. Ich will da nicht hingehen. Alles ist gut. Ich sitze immer da. Ich habe es geschafft. Oh, awesome. Hör auf damit. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Hör auf, gegen die Decke zu trommeln oder was auch immer das war. I know there's somebody here. Nein, mach die Tür zu. Bringt das was? Ah, du kommst nicht gegen mich an. Ich bin zu... Ey, die ist rechts von mir. Nein. Du kommst nicht gegen mich an! Ich bin zu gut! Jetzt will sie es aber richtig wissen hier! Oh, Jesus! Oh mein Gott, ich hab sie... Nein! Da war noch ein Schrank, den muss ich öffnen. Oder auch nicht. Oh nein! Oh, shit. Du kannst dich nicht erinnern, aber es kommt dir bekannt vor. Hm, bin ich hier etwa vorher schon mal gewesen? Wisst ihr, das Problem ist, eigentlich habe ich schon wieder genug von diesem Spiel, aber... Ich glaube, das reicht nicht für eine Folge. Ja, ich denke, damit haben wir schon die Antwort. Ich muss nochmal ran. Ja, was macht ihr eigentlich für Geräusche, dieses... Ich habe keine Fackeln, nur auf mir diese Meldung zu geben. Damit sagst du mir nur, was ich nicht habe. What was that? Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht war es die, die uns schon die ganze Zeit über verfolgt, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ah! Leck mich! Meide die Schatten. Was für ein netter Satz. Mir war gar nicht klar, dass ich dieser Frau ausweichen musste. Oh Gott. Du kannst dich nicht erinnern, aber es kommt dir bekannt vor. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich weiß ja nicht so recht. Einen Versuch wird es jetzt noch geben, aber das ist echt schwer. Dafür steht dieser Schwierigkeitsgrad. Irgendetwas gibt mir das Gefühl, dass ich für den schweren Schwierigkeitsgrad nicht genug Skill habe. Da hat jemand seine Betten nicht gemacht. Oh mein Gott! Hör auf damit! Sie bräuchten was zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden, den schweren Normalmodus oder den leichten schweren Schwergrad. Ihr wisst genau, was ich meine. Ich glaube, das ist die Ehefrau vom Slenderman. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Die haben ähnliche Hobbys. Was ist das denn? Ach, ein Nagel. Ah, was für ein schöner Nagel. Jetzt, wie viele Klingeln habt denn ihr hier eingebaut? Ja, ich habe eine Fackel. Oh, ich kann den Feuerlöscher nehmen und sie damit erschlagen. Komm, das ist die Chance. Endlich spawnt sie mal nicht weg. Jetzt nimm doch den Feuerlöscher und bring es zu Ende. Ja, wer von denen bist du denn? Bist du eher sie oder sie oder sie? Besuchen Sie jetzt meine Website und finden Sie heraus, was für ein Typ Sie sind. Ah, was zum Teufel war das denn? Das ist mir jetzt aber neu. Haha, was für ein guter Witz. Das war echt lustig, Spiel. Ich lach mich tot. Ich glaube, jetzt sollte ich mal die Fackel aktivieren. Besser ist das. Oh mein Gott, tödliche Schubladen. Ah, mein... Oh Gott, ich... Ich verbrenne dich. Yes. Leg dich nicht mit mir an, solange ich eine Fackel habe. Verbrenne! Ey, sobald die Fackel aus ist, bin ich im Arsch. Verbrenne! Yeah! Jetzt lass mich doch einfach mal... Ah! Was? Hör auf mich so anzugucken mit deinen Welpenaugen. Ah, das war ziemlich niedlich. Die hat wenigstens mal eine bessere Ausdauer als die Kate aus Slenderman. Ah, das habe ich gesehen! Jesus, habt ihr das gesehen? Oh Mann. Ey. Hör auf mal. Ja, Alter. Oh mein Gott. Wie oft ist das der Fall, dass die Frau der Stalker ist, hä? Wie oft ist das der Fall? Das ist unglaublich, dieses Spiel. Unglaublich, dieses... Was ist das? Hallo? Kannst du vielleicht... Danke. Hier. Ja. Wow. Fuck. Oh, ich habe aus Versehen eine Fackel aktiviert. Das hat sogar gepasst. Ah, verbrenn doch. Ey, die hat mich fast gekillt, obwohl ich eine Fackel hatte. Verbrenne, brenne, brenne und ich renne weiter durch die Gänge. Ich renne durch die Gänge. Ich renne durch die Gänge und verbrenne deine Vorhänge. Ah! What the fuck, Alter? Was zum... Ja, du musst jetzt auch nicht randalieren. Ey, nein. Ey, die ist so schnell jetzt irgendwie. Nein, ich... Ah, was ist das denn für ein Witz? Ich fand's geil, wie sie sich bewegt hat. Einfach nur... Oh. Oh mein Gott. Das, ja, das war's wert. Ey, hör doch mal auf, jetzt hört ihr mir rumzuschlabbern. Bam! Da ist ja gar nichts passiert. Oh, wow, awesome. Dead booty. Oh, Gott, nein, das war keine Absicht. Ich sehe nichts, wo soll ich lang laufen? Nein, ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin drin. Jesus. Das längste Telefonat der Welt. 1909 wurde dieses Telefon nicht richtig aufgehängt und auf der anderen Leitung wird immer noch gewartet. Das hat so keinen Sinn. Ich lass mich... Ja, nimm mich! Ja! Der Tod, der große Gleichmacher. Nee, sorry, in der nächsten Folge werde ich es wohl wieder auf normal umstellen müssen. So hat es keinen Sinn. Ich werde es einfach nicht schaffen. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Es wäre natürlich sehr nett von euch, wenn ihr mir ein Like oder auch ein Abo da lassen würdet, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. High Five!